Black Friday am Aktienmarkt. Ich zeige dir in diesem Video zwei Qualitätstitel mit ordentlichem Preisabschlag und entsprechend hohem Renditepotenzial. Mein Name ist Thorsten Tillich, da geht es ums langfristige Investieren, deshalb auch zwei Qualitätsaktien. An der Stelle noch keine Kaufen, keine Verkaufsempfehlung. Ach, und wie du hier auch siehst, Black Friday gibt es nicht nur am Aktienmarkt, gibt es auch beim Aktienfinder, wenn du Glück hast, sogar noch zu dem Zeitpunkt dann, zu dem du zuschaust. So, jetzt gehen wir aber in den Aktienfinder hier rein. Und wenn es darum geht, unterbewertete Qualitätsaktien zu finden, dann können wir hier den Qualitätsfilter einsetzen. So bin ich übrigens auch vorgegangen, um diese zwei Aktien zu finden. Da geht es erstens mal darum, dass wir Qualitätsaktien haben wollen. Das heißt, wir wollen Aktien haben von Unternehmen mit stabil steigenden Gewinnen. Am besten auch sehr stabil steigenden Cashflows, also tatsächlich Geldfluss. Und dann wollen wir natürlich noch eine Unterbewertung haben. Und jedes Mal, wenn ich hier den Filter auswähle, dann reduziert es hier die Liste der angezeigten Aktien. Und wir haben hier verschiedene Indikatoren der Unterbewertung. Unterbewertung anhand des bilanzierten Gewinns, des bereinigten Gewinns, des Cashflows, überall mindestens 10% Unterbewertung. Und dann haben wir am Ende hier immer noch um die 100 Aktien drin. Und wenn man da so ein bisschen dann mal guckt, sieht man einige alte Bekannte, die an der einen oder anderen Stelle hier auf dem Aktienfinder YouTube-Kanal schon aufgepoppt sind. Beispiel Akamai Technologies oder Cellavision hatte ich mal ein eigenes Video gemacht. Auch über die Börse in Mexiko. Und gut, Alibaba kennt wahrscheinlich jeder, also relativ, auch doch einiges an China drin. Und Diageo im Starter Depot. Dann haben wir hier so ein paar Aktien, die stark an Wert verloren haben, die Corona-Gewinner gewesen sind, Softwarefirmen, die aber in dem Maße nicht mehr gekommen sind, so ein bisschen wie PayPal, DocuSign wäre eines von diesen Unternehmen. Und dann können wir nochmal weiterblättern. Und die erste Aktie, die ich euch hier vorstellen möchte von den beiden, das wäre die hier, Nice ADR. Ich sag mal Nice, weil es so geschrieben wird im Englischen Nice. Vielleicht spricht man es anders aus, an der Stelle kann man mich ja dann gerne korrigieren. Kein Dividendenzahler, ein Unternehmen aus Israel. Und wenn wir hier mal uns das Ganze anschauen, sehr stabile Gewinne, haben wir entsprechend gefiltert. Gewinnwachstum hier im zweistelligen Bereich, langfristigen Mittel um die 15% pro Jahr. Jetzt soll im laufenden Geschäftsjahr sogar noch mal stärker anziehendes Gewinnwachstum. Und wir haben hier auch dann die Cashflows, ebenfalls um die 15% im Jahr Wachstum langfristig. Und auch hier soll es stärker anziehen, soll sogar um 37% steigen. Umsätze steigen auch zweistellig, schwach zweistelliger Bereich um die 10%. Das heißt schon, wir wissen jetzt quasi auch schon, dass die Margen steigen langfristig. Wenn die Umsätze weniger stark steigen wie die Gewinne und Cashflows, dann muss das wohl an den steigenden Margen liegen. Und dann haben wir hier insbesondere die Indikatoren, nachdem wir ja auch gefiltert haben, bezüglich Unterbewertung hier. Alles Unterbewertung, wie man hier schon schön sehen kann. Diese Indikatoren stärken sich gegenseitig. Und wir haben hier also Preisabschläge auf historische Mittelwerte, Bewertungsmittelwerte von zwischen 10%, das ist ja beim Umsatz, nachdem man mal nicht gefiltert, und rund 30% anhand der anderen Größen. Wenn wir jetzt mal ganz kurz gucken, ob es sich hier wirklich um eine Qualitätsaktie handelt, haben wir das gerade festgestellt anhand der Kennzahlen, die ich da kurz gezeigt habe. Und dann sehen wir hier aber auch wunderbar, wie es grafisch aussieht, nämlich dass wir hier schön steigende Cashflows haben. Das wäre diese gelbe Fläche hier, also das hier. Und auch der bereinigte Gewinn steigt hier wunderbar an. Und das macht natürlich schon mal Lust auf eine Analyse. Wenn wir jetzt mal gucken, dann sehen wir auch, die schwimmen in Geld, sind jedenfalls schuldenfrei. Das sieht man hier, die liquiden Mittel übersteigen zinstragenden Schulden ungefähr um das Dreifache. Jetzt aber erstmal, was machen die überhaupt? Beziehungsweise vielleicht noch, gucken wir uns mal die Performance an, was man mit der Aktie so langfristig gemacht hat. Dann sehen wir hier 620% im Plus seit Anfang 2000. Wenn wir jetzt mal hier von tief ausgehen würden, dann wären es wahrscheinlich noch deutlich mehr, dann wären es über 5000%. Wir sehen aber hier, dass die Aktie hier hoch hatte bei ungefähr 310 Dollar und mittlerweile kostet sie knapp 180 Dollar. Also einen deutlichen Kursabschlag erlebt. Da müssen wir natürlich dann auch mal
Oder entsprechend kann es da eben sein, dass die Aktie günstig bewertet ist. Gucken wir uns gleich nachher nochmal wirklich im Detail an. Und dass die hier wirklich ja, ein hohes Renditepotenzial verspricht. So über 40% vom Allzeithoch verloren. Und trotz steigender Gewinne und steigender Cashflows. So, was machen die? Kann man hier in die Segmente reingehen, beziehungsweise hier kann man auch mal lesen. Aber ich erkläre das natürlich. Die haben hier zwei Segmente: Customer Engagement, Financial Crime and Compliance. NICE ist ein Cloud-Anbieter mit selbstentwickelter Software, die sehr stark getrieben wird durch künstliche Intelligenz. Wir haben hier das größere Segment. Da geht es im Prinzip um Customer Relationship Management. Das ist was, was jedes Unternehmen hat. Jedes Unternehmen muss die Kundenbeziehung managen und durch künstliche Intelligenz kann das Ganze eben effizienter gestaltet werden. Effizienzsteigerungen durch Automatisierung, insbesondere von Routinetätigkeiten oder auch komplexere Lösungen kann ja AI mittlerweile vorschlagen, wie Angebote erstellen oder spezielle Lösungsmaßnahmen für Projekte oder irgendwelche Entwürfe oder bessere Kundenzufriedenheit durch AI-getriebene Chatbots etc. Da sind die auch noch relativ stark. Die haben eigene Lösungen für unterschiedliche Branchen entwickelt, also eigene Softwarelösungen für unterschiedliche Branchen. Und die laufen in erster Linie auf der eigenen Cloud. Also sie sind wirklich ein Cloud-Anbieter für selbstentwickelte KI-getriebene Software in erster Linie. Und was wir da oben haben, Financial Crime and Compliance, da geht es um Betrugsprävention quasi und ja, Betrugsprävention, genau. Die Strafverfolgungsbehörden sind auch Kunden oder da gibt es auch eine Lösung, eine Softwarelösung, also für die Justiz. Das ist schon ganz interessant. Und dass die erfolgreich sind, sieht man unter anderem daran, dass 85 der von der, nein, 85 der 100 Fortune oder der 85 der Fortune 100 Unternehmen so rum sind Kunde von NICE, also 85 von 100. Und das ist schon mal ein starkes Indiz, abgesehen davon, dass hier die Gewinne schön steigen von der starken Vormachtstellung, die NICE in Schweden entsprechend hat. An der Stelle noch, es ist die ADR, die wir hier haben. Im Aktienfinder analysieren wir auch die normale NICE-Aktie, also die Original-NICE-Aktie, die ihr Erstlisting an der Börse in Tel Aviv hat. Dies macht im Prinzip keinen Unterschied, welche Aktie man kauft, also welche Aktie man analysiert. Ist Verhältnis 1 zu 1. Also eine ADR repräsentiert eine Originalaktie. Ich denke, die meisten werden dann die kaufen, die an der Nasdaq gelistet ist, die ADR, falls sie gekauft wird. An der Stelle ja noch immer noch ganz wichtig, keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. Alles ja hier Inspiration. Ja, da würde ich das sagen, wir können auch schon mal hier zur Bewertung gehen. Und dann sehen wir hier die Multiples. Einmal basierend auf dem bereinigten Gewinn. Man sieht, dass die bereits, das sind mal so hoch, über 40 gewesen sind, teilweise bis auf 50 herangestoßen. Und aktuelle Multiples bei deutlich unter 20, um die 17. Der Schnitt war hier 25 gewesen. Also man sieht einfach schon grafisch, dass wir hier mit dem Multiple da unten bei 16, 17 irgendwo wirklich angelangt sind hier im Jahr 2017, als die Aktie noch wirklich auch teilweise mal günstig war. Und diese Hochzeiten haben wir längst, längst hinter uns gelassen bezüglich der Bewertung. Und dann sehen wir durch die weiter steigenden Gewinne, sollte dann das KGV auf lediglich noch 13 im Spätjahr 2026 sinken, also in ungefähr 2 Jahren. Und so günstig war die Aktie innerhalb der letzten 10 Jahre nie. Was bedeutet das jetzt für den fairen Wert? Oder gehen wir ganz kurz zurück bei den Multiples. Wir haben ja hier Qualitätscheck auch den Cashflow angezeigt. Man kann auch hier das Kurs-Cashflow-Verhältnis sich anschauen. Das sieht dann im Prinzip ganz ähnlich aus. Bestätigt das Ganze nochmal. Jetzt gehen wir hier in den fairen Wert rein. Das ist der bilanzierte Gewinn. Wir nehmen den bereinigten Gewinn. Wenn wir jetzt hier den fairen Wert auch so drüber legen, dann haben wir hier ja einen Durchschnitts- Also der faire Wert wird dann berechnet, basiert auf dem Durchschnitts-KGV von knapp 24, von 23,7. Und dann kann man sich überlegen, ob das repräsentativ ist, beziehungsweise glaubhaft ist. Und wenn wir hier das prognostizierte Gewinnwachstum sehen, dieses Jahr 25%, dann soll es eine Verlangsamung erstmal geben von um die 10% Gewinnwachstum pro Jahr beim bereinigten Gewinn.
dann würde ich schon sagen, wir können es erstmal so lassen. Und das macht jetzt das Ganze, was das Ganze jetzt natürlich interessant macht, das ist, wir hätten hier bei 262 US-Dollar dann den fairen Wert. Die Aktie hat ja hier schon über 300 gekostet, Ende 2021, also vor 3 Jahren. Bei 260 wäre der faire Wert. Das würde natürlich ein massives Renditeaufholungspotenzial ergeben von knapp 50%. Und jetzt gehen wir aber nicht mal davon aus, dass die Aktie innerhalb eines so kurzen Zeitraums dermaßen stark steigt. Wenn sie längerfristig auf den fairen Wert steigen sollte, dann läge der Ende 2026 bei 320 US-Dollar, wäre ein Renditepotenzial von jährlich 32% bzw. insgesamt 80%. Jetzt will ich aber nicht unbedingt sagen, dass die Aktie dann wieder entsprechend, oder es muss ja nicht sein, dass die Aktie tatsächlich so stark steigt. Dafür müsste was passieren? Dafür müsste der bereinigte Gewinn entsprechend wachsen, wie prognostiziert. Und die Aktie müsste wieder mit einem höheren KGV gehandelt werden, nämlich mit einem KGV von 23,7 und nicht von 17,2. Interessant ist an der Stelle immer noch der Prognosekorridor für die Unsicherheit. Und da sieht man, dass der relativ eng ist. Sogar wenn wir die negative Schätzung nehmen, bezüglich der Gewinnentwicklung gehen wir immer noch auf 60% Rendite bis Ende 2026. Und was man jetzt natürlich noch machen kann, mit Hilfe dieser Bewertungslinien kann man noch gucken, okay, wenn jetzt einfach nur hier dieses Zwischenhoch wieder erreicht werden würde bei 260 US-Dollar Ende 2026, was hätten wir dann für eine Renditeerwartung? Die läge dann bei jährlich 18,5 bzw. insgesamt 43%. Man kann auch noch tiefer stapeln, dann kommen immer noch ordentliche Werte raus. Das heißt, ich finde die Aktie also fundamental ganz interessant. An der Stelle noch ein kleiner Hinweis bezüglich Risiken. Was ich dann gefunden habe, war in erster Linie, also sie haben eine sehr gute Marktpositionierung in unterschiedlichen Branchen. Vom Anspruch her möchten sie auch Marktführer bleiben bzw. werden, wo sie es noch nicht sind. Aber man hat so die Befürchtung, dass die Tech-Giganten, allen voran Microsoft, ebenfalls in diesen Markt einsteigen, wo NICE jetzt eben eine starke Marktposition ist. Und ihr wisst ja, die Angst vor Amazon. Früher war sie größer, dass Amazon dies und das und jenes disruptiert. War schon fast eine Manie. Heute ist es ein bisschen ruhiger geworden, aber nichtsdestotrotz wäre ein starker Konkurrent, auch Microsoft und andere starke Cloud-Anbieter, könnten die ebenfalls Software entwickeln, könnten da ebenfalls in dieses Business einsteigen. Und dann hätte NICE natürlich extrem starke Konkurrenz. Aber ich denke, solche Probleme, irgendwelche Probleme bzw. Herausforderungen oder Szenarien, so gibt es immer. Momentan, so wie ich das gesehen, so wie ich das sehe, hat NICE eine sehr starke Positionierung und ich halte die Aktie für attraktiv. Auch für attraktiv halte ich die zweite Aktie, die mehr so noch größeren Nischencharakter hat. Da musste ich jetzt mal zurückgehen und das wäre hier die CVS Group. Können wir uns dann auch mal kurz angucken. Die ist aus Großbritannien, ist ein deutlich kleinerer Wert, also NICE, hatte über 11 Milliarden Euro Marktkapitalisierung, war schon nicht ganz klein. Die CVS Group hat lediglich 716 Millionen Euro Marktkapitalisierung. Was machen die? Die haben in erster Linie Tierarztpraxen. Man sieht es hier in den Segmenten und noch andere Segmente, aber das ist deutlich das größte Segment. Also sie betreiben Tierarztpraxen. Und sie haben hier noch den Online-Versand von Futter oder Medikamenten und haben dann noch Laboratories. Das ist ein Segment, in dem eben ja auch für andere Praxen dann eben Untersuchungen gemacht werden. Und dann haben sie auch noch, betreiben sie auch noch Krematorien. Was da passiert, muss ich wahrscheinlich nicht sagen. Und alle diese Segmente, wenn man die sich getrennt anschaut, ja auch grafisch sieht man, dass die alle tendenziell wachsen, auch Krematorien wachsen. Und sie sind auch alle positiv. Man sieht hier die Margen. Wir haben dann hier den Qualitätscheck, haben auch hier den bereinigten Gewinn und den operativen Cashflow. Und hier sieht man, dass wir hier so eine leichte Schwächephase haben momentan. Und das Ganze wird vielleicht interessant, wenn wir nochmal gucken, wie die Aktie bewertet ist. Ist ein Dividendenzahler, allerdings liegt die Dividendenrendite lediglich bei knapp 1%. Also in der Dividende wird man die nicht kaufen, aber man sieht schon, wie stark die gestiegen ist. Die war lange Zeit lag die bei 0,4, jetzt hat sich mehr als verdoppelt. Und sie soll ja auch noch weiter steigen auf 1,3, okay. Man sieht aber schon als Indikator, so stark wie die Dividendenrendite gestiegen ist, dass die Aktie momentan
günstig zu haben sein könnte, wenn wir uns mal die Kennzahlen hier noch ein bisschen angucken. Natürlich sehr stabil steigende Gewinne, Umsätze, Cashflows, Wachstum hier jährlich im Mittel, so in der Vergangenheit, zwischen 13% und 16%. Und der Zuwachs des Gewinns dieses Jahr soll aber niedriger ausfallen, um die 6,5%. Und beim Cashflow deutlich stärker, 42%. Cashflows können deutlich unregelmäßiger verlaufen wie die Gewinne. Und wenn das der Fall ist, dann meistens deshalb, weil es da einfach zu Zahlungsverschiebungen kommt, sage ich mal. Und das so sieht man ja auch hier grafisch. Gut, natürlich haben wir hier auch wieder die Unterbewertungen hier, die relativ stark ausfallen, noch stärker ausfallen als bei Nice. Was es noch interessant macht, ich habe ja auch Index Laboratories vor kurzem mal analysiert aus USA und oder auch Zoetis. Und es sind einmal, es sind beides Unternehmen, die im Prinzip mit Haustieren auch ihr Geld verdienen. Ich habe mich da ein bisschen beschäftigt mit dem Markt. Und ist es ein Wachstumsmarkt? Wachstum so um die 8% ist mir hängen geblieben. Und die Leute sind bereit, Geld auszugeben für ihre Haustiere. Teilweise auch dann, wenn sie den Gürtel enger schnallen müssen. Das hat mit dem Trend auch irgendwo zu tun, der Vermenschlichung der Haustiere. Hat natürlich auch mit Einsamkeit zu tun, teilweise wenigstens. Und insofern Aktionäre auch schon ein interessanter, prinzipiell interessanter Markt. Ich weiß aber auch von Elix Laboratories, dass in den USA die Besuche bei Tierarztpraxen momentan leicht rückläufig sind. Man denkt, es ist ein kurzfristiges Problem und sicherlich überträgt sich das auch auf Großbritannien. Gucken wir uns mal kurz die Performance an von der Aktie langfristig. Dann sieht man hier, 90% hier seit 2007, Ende 2007. Wenn ich mir günstigere Zeiträume raussuche, dann wird es ein Ten-Bagger, die Aktie, je nachdem. Und was man aber auch hier wunderbar sehen kann, ist der starke Abschlag der Aktie. So, wir haben hier das Hoch mal gehabt bei knapp 28 britischen Pfund und momentan kostet sie deutlich unter 10 Pfund. Also die Aktie ist um sage und schreibe, sie ist 70% vom Allzeithoch entfernt. Und wenn man jetzt mal hier die Gewinnentwicklung anguckt, dann würde man das Cashflow-Entwicklung, dann würde ich das, denke ich mal, anders zunächst einmal so nicht vermuten. Gehen wir mal gleich in die Multiples rein und dann sehen wir hier, dass die Aktie günstig ist. Wir haben hier ein KGV von unter 10 und unter 10, das gab es hier lediglich mal 2019, Anfang 2019. Ansonsten lagen die KGVs teilweise sogar bei über 30. Und wenn wir jetzt mal den fairen Wert uns hier anschauen, oder vorher habe ich mir noch ein paar Dinge aufgeschrieben, die ich vielleicht noch sagen möchte. Wir haben bei der CVS Group, die sind ein bisschen im Umbruch tatsächlich. Und gehen wir jetzt also mal etwas zu den Problemen. Sie machen den meisten Umsatz in Großbritannien. Sie haben aber auch etwas Umsatz erwirtschaftet, auch wenn man das hier interessanterweise bei den Regionen nicht sieht. Das ist hier 100% United Kingdom, aber auch, haben teilweise auch Umsatz gemacht in Irland. Vermutlich nicht sehr viel, das habe ich nicht selbst ausgewiesen. Und es hat auch nicht richtig funktioniert. Deshalb haben sie da die Arztpraxen geschlossen in Irland und auch die Niederlande. Auch in Irland wird das wohl nicht viel gewesen sein. Dafür ist man jetzt in Australien eingetreten, in den Markt, hat 28 Praxen jetzt, die man dort führt und ist da positiv gestimmt, dass es da besser laufen soll. Der Großteil des Umsatzes wird in England gemacht und in England ist der Markt auch relativ groß. Also es gibt hier 16 Millionen potenzielle Kunden, sprich 16 Millionen Tierbesitzer. Es gibt noch eine andere Geschichte, die ich dann noch sagen müsste. Es gibt eine Untersuchung der britischen Wettbewerbsbehörde. Nicht explizit gegen die CVS Group, aber ob in dem Markt für der Tierarztpraxen alles mit rechten Dingen zugeht. Da geht es also in erster Linie um Verbraucherschutz und hier um mangelhafte Preistransparenz.
dass die Kunden eigentlich nicht wissen, wie viel sie zahlen müssen. Selbst für Basisdienstleistungen wird es oft nicht ausgewiesen, haben sie gesagt, auf der Webseite. Es geht um mangelhaften bzw. fehlenden Wettbewerb tatsächlich. Wir haben hier nämlich eine Branchenkonsolidierung und einer dieser großen, Tierarztpraxisketten ist eben die CVS Group. Und es geht um harte Arbeitsbedingungen, die man dann in diesen Tierarztpraxen erfahren muss als Mitarbeiter. Also es gibt eben diese Untersuchung, die ist noch relativ früh und da gibt es keine Strafandrohung, kein nichts Konkretes oder so irgendwas. Aber man muss es wissen, dass da theoretisch was kommen könnte. Außerdem auch noch erwähnenswert, das Unternehmen ist gehackt worden, 2024 im März, was tagelang zu Betriebsproblemen geführt hat. Und was sie jetzt machen, beziehungsweise wie sie jetzt bereits reagiert haben, ist, sie verlagern die IT in die Cloud. Also ihr seht nochmal, Cloud ist ein Megatrend. CVS Group verlagert es in die Cloud. Also NICE, die ich gerade vorhin erwähnt habe, ist ja ein Cloud-Anbieter. So, jetzt aber zurück zum fairen Wert. Und da habe ich Ihnen schon eingeblendet. Wir haben hier ein 20er KGV, also günstiger als NICE. Die hatten, glaube ich, ein 27er KGV gehabt. Wir haben ja auch hier ein niedrigeres Wachstum. Prognostiziert ist hier ein mittleres bis hohes einstelliges Gewinnwachstum. Hier könnte man deutlich nach unten korrigieren, das KGV. Mache ich ja oft genug auch in den Videos. Wir haben hier einen Prognosekorridor, der auf eine relativ niedrige Unsicherheit hinweist oder hindeutet, weil hier die Prognosen nicht sehr stark sich unterscheiden, sondern durch das fairen Werts. Und wenn wir jetzt einfach mal gucken, was für ein Renditepotenzial out of the box rauskäme, dann wären wir hier bei 166% und der faire Wert läge dann hier Mitte 2027 rum, das Geschäftsjahr bei 22 britischen Pfund, damit noch deutlich unter dem Allzeithoch von knapp 28 britischen Pfund. Aber auch hier muss es ja nicht so kommen. Wenn man einfach nur mal schaut, angenommen, wir kämen hier wieder zurück auf 12 britische Pfund, wo wir Ende, Mitte September diesen Jahres gewesen sind, dann hätten wir schon, und das wäre dann bis Mitte 2027, eine Renditeerwartung jährlich von knapp 19% beziehungsweise insgesamt 56%. Und da haben wir schon deutlich tiefer gestapelt. Ja, also die CVS Group in erster Linie aufgrund der günstigen Bewertung interessant. Wachstum ist da, allerdings nur im mittleren bis hohen einstelligen Bereich vermutlich, während NICE deutlich höheres Wachstumspotenzial hat, auch deutlich unterbewertet ist. Insofern zwei interessante Aktien. Es gibt natürlich noch mehr. Das habe ich ja schon hier gezeigt. Anhand relativ scharfer Einstellung haben wir hier 98 Aktien. Wenn man hier einen Qualitätsfilter entsprechend noch ein bisschen was ändert, hoch oder runter, werden es entsprechend mehr oder weniger. Und wenn ihr die selber finden wollt, diese Aktien, und dann die Aktie wieder noch nicht als Premium habt und ihr noch früh genug dieses Video schaut, dann könnt ihr ja hier den Deal machen. Okay, meine lieben Aktienfreunde, das war's mal. Ich hoffe, die beiden Aktien waren für euch interessant und dann bis zum nächsten Video. Ciao.